This was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Were you trying to send the monster away? Or to get your other self back? Okay, dann denke mal, machen wir es zu Ende. Dann nehmen wir das einfach in Angriff, ne? Sabbat, also die Zigaretten sind immer identisch hier. Okay. Zumindest ist da nichts. Die Tür ist nicht relevant. Da waren wir. Hier hinten gehen wir nochmal gucken. Da ist die aufgesprengte Tür. Ich glaube, da ist Schlund rausgekommen. This was definitely Lily's place. Where he kept her. Die eigene Tochter. Und immer aus dem Schmetterling. Guck mal, Schlund. Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, etwas Spiritualität, das ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal, der Raum ist bereit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz allein sein. Es ist einfach so verdammt schön. Beschützer würde ich nicht sagen. Es ist eher... es ist etwas Böses, was sich manifestiert hat aufgrund der Emotionen von Lily. Und Lily, sagen wir mal, naja, fremdgesteuert nicht, aber eben halt Lily ausgenutzt hat, um stärker zu werden. Er hat sie als Hülle getragen. Warte mal, hier vorne ist was. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Und wenn man jetzt noch mal bedenkt, sie ist hier die ganze Zeit unten gefangen, hat keine Freunde und der einzige, der den sie irgendwie gesehen hat oder der ihr wahrscheinlich was beigebracht hatte, war Richard, der sich dann an ihr vergriffen hat. Wobei wir immer noch nicht hundertprozentig wissen, was genau er getan hat. Ob wir es wissen wollen, ist eine andere Sache. Mir geht es bloß darum, wir wissen nur, dass er etwas Schreckliches mit ihr gemacht hat und er das auch noch skizziert hatte. Er hat sie wahrscheinlich nackt gezeichnet, vielleicht eben halt auch berührt oder noch Schlimmeres. Sie muss ja auch sehr große Angst vor Richard gehabt haben, weil Trauer ja auch so eine Reaktion hatte. Die ganze Situation ist hier mehr als beschissen, auf unterschiedlichen Ebenen. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Ach so, okay. Hier hat kein Licht, nichts. The whole room is lined with it. Naja, weil wahrscheinlich Salz, Alchemie, das Monster hier drin hält. Imagine being locked up in this place. Having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. Sodiumchlorid. Die Frage ist trotzdem noch, wer hat sie gerufen? War das wirklich Thomas? Vielleicht ist Thomas ja irgendwo gefangen, ne? Also im Geist, und sie muss ihm helfen oder retten oder was auch immer. Oh, warte mal, da ist ja noch was.
Hypothese. Nach einem traumatischen Erlebnis kann sich die Seele in zwei getrennte Einheiten aufspalten, um den davongetragenen Schaden durchgestrichen auszuhalten zu lindern. Beobachtung. Diese Einheiten können einander durchgestrichen freundlich, wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Wie zerstört man die eine Hälfte, ohne die andere zu verletzen? Und hier bei Mary Ann sind sie freundlich, stehen sie sich freundlich gegenüber, bei Thomas nicht zwingend. Das heißt, er hat auch eine, vielleicht in seiner Jugend oder ähnliches, als kleines Kind im Krieg oder so, eine Nahtoderfahrung gehabt. Noch irgendwas hier? Nee. Gucken wir mal in die anderen Räume. Oder was ist unsere Aufgabe? Wir brauchen noch eine Scherbe. Wie viele Scherben haben wir denn? Zwei. Uns fehlt noch eine Scherbe. Ist doch Klo. Aber wenn jetzt hier Licht ist, vielleicht finden wir hier die Scherbe. An der Schreibtischlampe? Okay, ich guck gleich nochmal. Das ist hier das. Das haben wir vorher schon. Warte mal, ich gehe mal sicherheitshalber nochmal hier lang. Aber eigentlich leuchtet so ein kleiner weißer Punkt immer auf. An der Schreibtischlampe. Da nicht, ne? Das war das Klo, ja. Das ist, hier Linse. Ein normales Blenden ist das. Leider. Aber ist ja nicht so schlimm. Lieber zweimal gucken, als gar nicht gucken, ne? Huch. Hier scheint noch irgendwas zu fehlen. Vielleicht ist... Nee. Hier war bisher gar nichts. Sie hat bloß gesagt, ein Fenster zur Welt oder so ähnlich, aber das ist ein Schmetterling. Aber wir können hier nichts mitnehmen. Hier auch nicht. Meine Klamotten noch. Nee, nichts Verstecktes. Außerordentliche Erfahrung können wir nicht machen. Wir nehmen die mit. So, dann wollen wir mal. Das da und das da. Und es hängt. Was? Okay. The moment we finally met. Trapped.
I spent years in Henry's fucked up world. Oh, yeah. Never. When you... You sent him away. I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. I don't feel his presence. I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how. Der Spiegel ist immer noch kaputt. All this started. Szene von Beginn an, das Erzählen. It all starts with a dead girl. What about Lily? Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It's the only place he could feel. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. It was only a matter of time before it got out.
It's what your father feared. What are you trying to avoid? That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You know where. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you. Rausgeschmissen. Er hat sie rausgeschmissen. Und es ist hell. No. Hat im Prinzip dasselbe gemacht, nur eben halt oberflächlich, was er mit den anderen Seelen, Geister, wie auch immer gemacht hat. Dass er in den Geist gegangen ist und sie wahrscheinlich dazu bewegt hat, hier hinzulaufen. Dass sie am Ausgang ist. Und er wird sich jetzt gegen Schlund stellen, wie es scheint, hä? Boah. Und Schlund ist wahrscheinlich dann die Teil. Oh. God. This is it. The place from my dream. I've walked this path 1,000 times in my mind. I know every inch of it. But this time something is different. I can feel it. I can feel it so clearly now. Die Frage ist immer noch, ob das echt ist oder im Kopf sich abspielt. Da bin ich mir selbst immer noch nicht so sicher. Zu viel Interpretationsspielraum. Wir drücken ab. Oder? I know.
it. Lilia. I've been waiting for you, little sister. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. For a while. Lilia. That day when the fire broke out at our house, I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames. But in return, I had to set it free. Free to devour. To destroy. To kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, it got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate and the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's what I want to happen. What? It all ends in me. But... No! No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But you're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. But Leanne, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it, to prevent further bloodshed. Lily? Oh! Mariette?
There is another way. Nicht opfern. No. What was she doing? It changed us. Nothing. It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. A medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please. I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop doing this! Please, sister. Set me free. No! Stay back. Stay back! Ich bin verwirrt gerade. You can't always save everyone. Grafikfehler. Oops. It all starts with a dead girl. Man kann nicht jeden retten. Ey, die machen keine Auflösung. Die machen... Also stellenweise hatte ich ja gedacht, dass die Schwester jetzt, besonders zum Ende hin, dass die Schwester ihn nur ein Spiel spielte. Weil sie hatte so einen ganz fiesen Gesichtsausdruck gerade zum Schluss. Wo ich dachte, dass es gewollt ist. Aber kann ja auch nicht sein. Wenn man sich Schlund angesehen hatte, wie er ängstlich war. Und die Schwester wollte letztendlich, dass es zwar endet. Die Frage wäre gewesen, ob das mit Schlund dann auch geendet hätte. Ich vermute nicht. Sie hat das Treffende gesagt, sie hatte nicht mehr die Kraft dazu, sich selbst zu richten. Oder es selber zu beenden. Deswegen braucht sie halt ihre Schwester, weil sie die Einzige ist, die noch ein Medium ist. Die Frage ist, wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Abgeschottet, dass er eben halt nicht mit seinem Geist-Ich agiert? Keine Ahnung. Also es sind einige offene Fragen. Storymäßig muss ich sagen, war das Ding Hammer. Ich wollte es ja eigentlich nur anspielen beim ersten Stream. Und weil Horror und so. Aber der Teil ist relativ gering gewesen. Der Psycho-Teil ist wahrlich höher. Und das ist doch eher so die bessere Schiene, wenn es so in Richtung Psycho-Horror geht, ne? Ja, sie hat gesagt, dass der Geist nur dann stirbt, wenn der Wirt stirbt. Aber die Frage ist, ob es der Wahrheit entsprach. Was natürlich bedeutet, weil wenn sie nämlich den Wirt getötet hätte, naja, aber vielleicht ist ja schon Marianne der Wirt gewesen. Es ist wirklich schwierig. Die ganze Geschichte dahinter macht dann zumindest ein partiell Sinn. Wenn also der Vater, wahrscheinlich die Mutter auch, und dementsprechend die Kinder Medien sind, die Möglichkeit haben, eben halt in das Jenseits zu gucken, beziehungsweise in die Anderswelt, ne, macht es natürlich Sinn, wie sich das Ganze entwickelt hat, dass eben halt das Böse, was Lily angetan wurde von Richard, eben halt etwas freigesetzt hat, dass sie eben halt das Medium war und eben halt etwas Böses, und zwar den Schlund, in die reale Welt zu überführen, was dann nachher das Massaker durchgeführt hat. Ach so, dass Marianne den Geist übernommen hat, um es zu kontrollieren.
Das Schlimme ist, sie kann ja den Geist nicht wegschicken, denn sie weiß ja nicht den Namen vom Geist. Bisher war es ja immer so, sie kann die Leute nur erretten, wenn sie deren Namen und deren Geschichte oder eben halt Grund oder ähnliches dann finden. Aber es ist wirklich heftig. Und ich hätte es wirklich nicht erwartet von den Entwicklern nach A Layers of Fear, dass es so ein Spiel abgeliefert wird. A, eben halt von der Steuerung, weil es halt völlig atypisch ist, in meinen Augen. Und es hat wunderbar funktioniert. Die grafische Gestaltung, dieser Split, ne? Also die Welt geteilt eben halt in normal, in dieser Anderswelt. Die Fantasie, das umzubauen und aufzubauen und zu machen. An einigen Stellen hätte ich mir noch ein bisschen mehr. Na, Grusel nicht, aber ne, so ein bisschen Appelpanzer gewünscht. Wobei die gesamte Atmosphäre wirklich klasse war. Und ist. Musikalisch auch, das hat wunderbar gepasst, das Ambiente hat wunderbar gepasst. Und ich glaube, es war immer genau die richtige Stelle. Aber trotzdem, wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Der Vater hat angerufen. Der Vater hat sie gerufen. Der muss doch irgendwo sein. Moment, sie hat geträumt, was sein wird, was passieren wird. Und in dem hat die Schwester gesagt, das ist, was sie sich wünscht. Der Vater hat abgedrückt im Traum. Zumindest stand der Vater auf dem Steg. Okay, also Silent Hill Soundtrack-Macher ist der Soundtrack-Macher hier von The Medium. Komm, gib mir noch was zum Abspann hier. Nicht so offen lassen, bitte. Na? The Medium ist unser bisher größtes und ambitioniertestes Spiel. Der Titel ist uns wichtig und ein persönliches Projekt, das über Jahre in der Entwicklung war. Wir haben sehr viel Herzblut hineingesteckt und nehmen viele tolle Erinnerungen aus der Entwicklungszeit mit. So toll es auch ist, ein Spiel zu erschaffen, während wir das tun, das wir lieben, haben wir immer eine Person im Hinterkopf, dich. Deine Meinung ist uns sehr wichtig, denn sie macht uns zu besseren Entwicklern. Deshalb wüssten wir gerne, was du von The Medium hältst. Och, da macht er den Browser auf. Ja, 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 ja. Ich fand es sehr gut. Eine Rezension füge ich jetzt nicht hinzu. Das kann ich später im Dings machen. Ich fand es sehr gut. Aber es ist ein schönes Gimmick, so eine Rezension beziehungsweise eine Bewertung innerhalb des Spiels danach abzurufen. Ja? Oh. Psst, 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 psst. Muss ich gucken, wie viel ich an Erfolgen offen habe. Gleich. Bitte löse etwas auf. Bitte. Nur ein bisschen. Da ist die Uhr vom Vater. Das ist Neva. Hinweise auf Teil 2. Das war der Vater. Das war der Vater. Das heißt, der Vater hat's rausgeschafft, aber... Oder war es vielleicht Henry? Ich habe jetzt nicht auf die Schuhe geachtet. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Aber wirklich, also... Das alles, die Optik... Also ich fand es absolut überraschend zu dem, also ich hätte es nicht erwartet. Also
ich habe es zwar vorher gesehen, habe gesehen, okay, das kommt im Game Pass, okay, dann macht man ja erstmal nichts verkehrt, wenn man vielleicht nicht kauft, ne? Und war eigentlich schon nach der ersten Stunde so, ja, das kann man weiterspielen. Und für mich persönlich, ich kann immer nur eher von mir ausgehen an der Stelle, war das stellenweise richtig eklig, aber im positiven Sinne gemeint. Also eklig, das Spiel hat genau das erreicht, was es erreichen sollte, aber nicht mehr. Ne? Also dass man jetzt dann sagt, nee, ich fasse das hier nicht mehr an. Es war eklig, es war, wo man, ja, dann allein die Dialoge, Hut ab vor den Sprecher vom Schlund. Also sicherlich gibt es wirklich schlimme Sachen und viel schlimmere Sachen, aber im Gesamtpaket, der war absolut widerlich und das haben die auch wirklich, zumindest für mich, in jeder Facette von diesem Vieh hingekriegt. Sei es jetzt von der Art und Weise, was er erzählt hat, wie er es erzählt hat und wie er auch aussah. Und dann stellt man sich das auch, er hat es ja auch noch so erzählt, dass man sich das noch so vorstellen konnte, so richtig bildlich, ja. Was ein bisschen schade ist, aber ich denke mal, das ist halt dieses Offene. Vielleicht ist es auch als, naja, nicht Mehrteile, aber eben halt episodenmäßig vielleicht indirekt geplant. Das ist halt so, es ist offen, ne? Aber wahrscheinlich, wenn das gut einschlägt und nach meinem Dafürhalten, was ich bisher gesehen habe, ist The Medium sehr gut angekommen. Genau, Stimme muss nicht kreischig sein. Nee, muss auch nicht lachen sein. Auch dieses Hundevieh sah genial aus, ja, und war gut umgesetzt. Das waren ja so mehr oder weniger die Hauptbösewichte oder die einzigen neben den Motten. Es muss einfach nur die absolute Ekel muss einsetzen und da muss es halt nicht kreischen oder so oder Angst haben. Das reicht auch diese, wo wir die Tanks umgekippt haben, ne? Wasser dahin und so weiter. Der war ja gar nicht da. Aber dieses Laufgeräusch mit allem drum und dran, das Gequatsche, du hast gedacht, jetzt ist der hinter dir und du bewegst dich. Und allein das macht ja dieses ganze Ambiente zusätzlich aus. Wenn wir das jetzt mal wirklich runterbrechen, faktisch was gewesen ist, hatten wir vielleicht zwei, drei wirkliche, lass es vier, wirkliche Begegnungen mit irgendwelchen Viechern sein, wo man etwas machen musste, um denen ein bisschen auszuweichen. Aber eigentlich war es ja alles Pillepalle, ne? Ich sag nur, es nimmt jetzt die Lotion und cremt sich ein. Ja. Für mich, zusammengefasst gesagt, ich habe es nicht bereut, das weiterzuspielen, weil hätte ich nicht weitergespielt, hätte ich wirklich sehr schönes Spiel verpasst, was zwar eben halt nicht unbedingt abendfreundlich ist, besonders wenn man jetzt gleich ins Bett geht, aber wo so viel Herzblut drin ist und eine sehr interessante Geschichte erzählt wurde. Ja, es ist übersinnlich, beziehungsweise eben halt aufgrund der Fähigkeit des Mediums, in den Geist anderen reinzugehen, dort eben halt die tiefsten psychischen Defekte oder sonstige Sachen, Krankheiten ausfindig zu machen, auszumerzen. Das war ja mit dem, Kinderfresser, ne? War das ja so der Fall. Das war auch die Gabe und die Fähigkeit, die sie haben, aber eben halt dieser Übertritt in diese andere Welt, in diese psychologische Welt, die halt den Schlund, eben halt dieses abgrundtief Böse eben halt mit rübergebracht hat. Dann schließt sich, also wenn man diesen übersinnlichen Teil mit dazu packt, hat man eine sehr auch lebendige und leider viel zu oft in der Realität auftauchende Geschichte und Leid und Erlebnissen von einer Familie, ne? Sei es jetzt eben halt Kriegs, das Leid, Vater geschlagen, Missbrauch, sowohl sexueller, körperlicher Missbrauch, psychologischer Missbrauch, mit allem drum und dran, das, was leider eben halt auf der Welt passiert,
und viel zu oft passiert, ist verwoben mit der fantastischen Geschichte und den Auswirkungen, was wäre, wenn eben halt jemand mit so einer Gabe so ein Leid erfahren muss, was dann eben halt für eine Auswirkung wäre, dass es eben halt wirklich sogar eben halt dieses Massaker nach sich zieht. Dass dieses Böse sich materialisiert. Es war ja partiell eben halt in der normalen Welt da und eins nach dem anderen, ja, die Tiere waren ja auch betroffen. Das ist ja das Krasse, selbst die Tiere waren ja betroffen oder eben halt indirekt betroffen durch angezogene, ne? Menschen und so weiter. Super. Meine ich wegen Stimme, die Szene aus Shining Dilemma mit dem Killer, der die Frau im Keller. Ja. Manchmal ist halt so die creepy Stimme, das ist das. Also, sehr schönes Spiel. Aber es soll an der Stelle erstmal Feierabend sein, 1.17 Uhr. Es wird Zeit. Um 6.20 Uhr klingelt der Wecker. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und Mitbegleiten bei diesem doch sehr schönen Spiel. Wie ich eingangs gesagt hatte, sollte eigentlich heute ja Schiebeug zusammen mit mir spielen, aber da gab es ein Maya-Geddon. sprich, da war ein bisschen was dazwischen gekommen. Und das wird sich voraussichtlich halt auf morgen, also heute, Donnerstagabend verschieben. Schauen wir mal, dass es da alles dann besser läuft. Jo. Schlaf gut, träumt was Schönes, bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Firefox.